Hast du eigentlich was für Loriot übrig, Axel Kruse? Ich liebe Loriot. Ja? Und ich habe geguckt, jetzt wieder, war ja gestern, gab es nochmal so die schönen, immer so zwischendurch habe ich mal mit Evelyn Hammann und so, ach, ich liebe das. Das eine Ding, wie er da, diese Kunstfigur, die er da war, wie er gezeichnete Figur, wie er mit seiner Frau, den Abend diskutiert. Meine Frau hat, was schreist du denn da so? Ich sage, weil ich mich totlache über Loriot. Wieso, fragst du? Na, ich glaube, der ein oder andere Berlin- und Brandenburger Fußballfan könnte in der Länderspielpause doch noch ein bisschen heitere Ablenkung gebrauchen. Ja, das stimmt. Genau. Papa damit, Anne Porters kannst du ja angucken. Also von daher, da lass dich ja gleich. Mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein. So ist es nämlich. Und sein Name ist Beek und er ist uns zugeschaltet und er könnte mit Sicherheit auch die ein oder andere Ablenkung gebrauchen als Union-Fan. Wobei, Christian Beek, hör mir mal zu. Glückwunsch. Ja? Glückwunsch zum 11:2 und zur souveränen Tabellenführung mit weitem Abstand liegt ihr vorne nach 10 Spielen mit 30 Punkten. Gibt's doch ja nicht. Der erste FC Union dominiert die Liga. Es ist halt die Frauenregionalliga Nordost. Aber da seid ihr richtig gut. Glückwunsch dazu. Schön, dass du mit dabei bist und uns zugeschaltet bist aus einem noch etwas unterausgestatteten Büro, würde ich sagen. Ja, ja, das ist das zweite. Das zweite Büro. Naja, gut, ja, das klären wir gleich. Büro, ne? Also in Folge 57 von dieser Veranstaltung hier. Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB 24 Inforadio. Ja, die Unionerinnen sind ganz weit vorne, ich habe es gerade gesagt, in der Regionalliga. 30 Punkte gefolgt von Viktoria mit 21 Zählern, ein Spiel weniger. Hertha spielt auch mit, 5. Platz, 18 Punkte, aber das mal richtig stark von Union. 11:2 am Wochenende gegen Türkiyem. Wie habt ihr gespielt, Axel? Du wirst es mir sagen. 3:0 gegen Bischofswerda, auch nicht schlecht. Gegen Bischofswerda. Ja. Du warst nicht vor Ort. Kenn ich dabei denn Bischofswerda. So. Also ist der Aktivist Schwarze Pümpe auch drin? Nee. Und bevor es dann wieder in die ganz Tiefen des Ostfußballs abgleitet, herzlich willkommen zum Hauptstadtderby-Podcast mit, jetzt hätte ich fast gesagt, der Ur-Unionerin, das stimmt aber nicht, dem Ur-Unioner Christian Beek, zugeschaltet aus seinem Büro in irgendwo, wenn ihr Büro-Deko-Artikel habt. Büro-Deko-Artikel bitte alle nach Rostock schicken. Christian hat hinter sich, für die, die uns nicht bei YouTube zugucken, ein leeres Egal, was so aussieht wie von einem großen schwedischen Möbelhersteller, aber vielleicht auch viel teurer ist. Ich kann es nicht sagen, auf jeden Fall ist da noch sehr viel Platz drin. Also Beke, wir gucken mal, was wir dir zuschicken könnten, ja. So machen wir das. Das ist eine herausragende Idee. Ich bin ja für Spenden, ist ja immer alles wunderbar. Ja, zum Beispiel habe ich, glaube ich, noch... Ja, alles ganz. Ich glaube, ich habe noch so eine schöne blau-weiße Tasse, die Axel Kruse heute vor sich stehen hat. Immer am Ball steht da drauf vom RBB 24 Inforadio. Herausragend. Und vor allen Dingen blau-weiß, Beke, da kannst du schön. Das wäre doch gut. Passt nämlich nach Rostock. Du weißt, Hansa auch blau-weiß, von daher passt das dahin. Gestern gewonnen, sehr, sehr glücklich in Magdeburg. Ja, habe ich gesehen, habe ich wirklich gesehen, sehr, sehr glücklich. Also gut, die Liga, die zweite Liga ist sowieso eine Lotterieliga. Wahnsinn. Also von daher, ich habe doch letzte Woche schon gesagt, am besten du spielst Lotto oder hast du mehr Möglichkeiten oder weißt du besser, ob du gewinnst oder nicht. Ach, Lotto ist Glücksspiel und wir sind hier heute total fundiert. Also Axel Kruse, der Kapitän von Hertha BSCs, diversen Aufstiegsmannschaften, heute gut behütet mit einem Boston Red Sox Hut. Aber du hast schon gesagt, ist eigentlich nur Fashion, ne? Ist nicht die nächste Leidenschaft. Ja, mein Kollege, der Herr Wörner, Sven Wörner ist mein Kollege und der läuft damit immer rum und der hat mir noch nie was geschenkt. Der ist so geizig, der hat immer, hat mir auch noch nie ein Brötchen mitgebracht. Und dann habe ich irgendwann, ja, wie gesagt, ich lade die dann öfter mal zum Frühstück ein oder irgendwie so. Und der hat mir noch nie was, in über 15 Jahren hat er mir noch nie was mitgebracht. Dann habe ich immer gesagt, Mann, deine Kappe, die ist aber toll, die finde ich ja so hübsch und so. Und dann hat er mir wirklich eine bestellt. Ich kann es gar nicht erklären, warum der das gemacht hat, aber weil ich die so hübsch fand. Also ich finde die, also ich bin kein Fan von den Boston Red Sox, aber die Kappe ist schön. Boston Red Sox ist aber auch ein großartiger Verein, wie die beiden Vereine, um die es bei uns auch heute im Hauptstadtderby gehen wird, auch wenn leider nicht alles großartig war am zurückliegenden Spieltag. Dennoch reden wir drüber und beginnen natürlich gleich. Nachspiel.
mit dem vielleicht schönsten Moment der vergangenen Fußballwoche. Denn bei Union war ja wieder sehr viel los und es gab vor dem Absturz gestern ein Zwischenhoch. Und das Zwischenhoch, das klang in den Worten von rbb24-Inforadio-Reporter Lars Becker am vergangenen Mittwoch so. Nachspielzeit ist abgelaufen. Ecke von der rechten Seite auf den kurzen Pfosten. Bonucci klärt. Nachschussgelegenheit. Kvaratskhelia im Strafraum. 6-7 Meter. Union ist wieder dazwischen. Spiel ist aus. Spiel ist aus. Der erste FC Union bricht die Niederlagenserie nach 12 Niederlagen. Kurze Einordnung. Union nicht Weltmeister geworden, sondern zum ersten Mal nach... Hey, es war nicht so gemeint. Zum ersten Mal nach 12 Spielen nicht verloren, aber das eben, Christian, in Neapel, in der Champions League. Und man muss ja mal sagen, in der Champions League, ja, 4 Spiele, 3 super knappe Niederlagen, ein Unentschieden, das ist jetzt alles gar nicht so schlecht. Wie hast du diesen Auftritt in der Champions League vor dem Spiel gegen Leverkusen eingeordnet, Christian? Also ich fand ihn richtig, richtig schwer, weil wir wieder viel, viel geordneter gespielt haben, dem Gegner kaum etwas zugelassen haben, wenig an merkwürdigen Fehlern produziert haben, in Standardsituationen safe waren und nach vorne immer wieder probiert haben und das wirklich sehr, sehr nachhaltig. Und dann schießen wir ein Tor. Wir schießen tatsächlich ein Tor. Also das ist ja auch jetzt nicht gerade das, was wir permanent, ständig und in großen Mengen machen, sondern das war wirklich ein Highlight. Verlieren nicht, spielen unentschieden. Also es war so ein bisschen das, was wir so sind. Ja, die Jungs haben sich echt zerrissen, alles gegeben, was sie hatten. Und man war auch, glaube ich, leistungsmäßig komplett am Limit, weil mehr geht derzeit nicht. Aber das war schön. Also das waren ja alle zufrieden, erfreut, glücklich, happy, dass man jetzt vielleicht so eine Talsohle dann endlich erreicht hat, dass man quasi ganz unten angekommen und sagt, okay, das ist jetzt mal die Basis dafür, dass es dann wieder besser wird, weil das nagt natürlich, ja, 12 Spiele hast du nichts gerissen, im 13. Spiel holst du dann endlich mal wieder einen Punkt und das war total schön, also das war auch fürs Gemüt, also ich habe mich total gefreut, ja, ich habe so viele Nachrichten gekriegt, endlich und Gott sei Dank und zum Glück und jetzt geht's wieder vorwärts und Ost kriegt's geregelt und was dann immer da so alles dabei ist, war schön, war richtig, so ein Lächeln hat das entzaubert, ne? Also war wirklich toll, hat riesen Spaß gemacht, bis gestern. Beke, du hast gerade einen Punkt richtig gesagt, keine Fehler gemacht oder kaum Fehler gemacht. Wir kommen ja gleich auf das Spiel gegen Leverkusen, also da war das ja wieder en masse, was die Fehlerproduktion ist. Du hast hinten die Bälle weggeköpft, was mal ein ganz wichtiges Ding ist, alle rausgeköpft, die Dinger nach vorne, paar gute Kontersituationen gehabt und vor allen Dingen, ich fand gerade zum Schluss, kannst du das Spiel sogar gewinnen, wenn du da den einen oder anderen Konter ein bisschen besser ausspielst, dann kannst du das Spiel sogar gewinnen. Aber normalerweise denkt man, du machst einen Punkt in Neapel, denkst du, okay, da ist die Brust wieder ein bisschen da. Der Glaube, was wir die ganze Zeit ja gesagt haben, der Glaube, oh Mensch, gegen Neapel können wir einen Punkt holen. Jetzt könnte man denken, jetzt fährst du nach Leverkusen und da geht dann auch was. Und dann war das wieder für die Toilette. Genau, und dann kommt es ganz anders. Und im rbb24-Inforadio klang das, nämlich der Einstieg in die Talsohle, so. Es ist ein Spiel auf ein Tor, auf das vom 1. FC Union. Ballgewinn, Florian Wirtz mit Grimaldo. Schuss, Grimaldo, Tor! Traumtor, Grimaldo! Union Berlin hat einfach keinen Zugriff, kommt nicht ran, kann den Ball nicht fassen, kann die Gegenspieler nicht fassen. Tor für Leverkusen, Ecke, Kopfball, Tor. Manchmal ist Fußball auch für den Tabellenführer ganz einfach. Also, 2-0, kein Zweikampfverhalten, kein Anlaufverhalten. Gut, mir fehlt heute jetzt nach 68 Minuten auch echt die Fantasie, wie da heute einer reingehen soll bei Union. Renault fliegt am Ball vorbei, Tor! 3-0. Und die Frage ist, hat Bayer genug mit diesen 3 Toren? Oder wollen sie noch ein viertes, was dann zur Folge hätte, dass Union Berlin Tabellenletzter wäre? Achtung, Amin Adli für Leverkusen auf dem Weg. Legt durch auf Nathan Teller. Der schießt und Tor! Wir haben gesagt, wir müssen kleine Schritte machen. Wir befinden uns im Abstiegskampf. Es war ein kleiner Schritt in Neapel, das habe ich auch nach dem Spiel gesagt. Ich glaube, heute haben wir wieder 2 zurückgemacht.
Urs Fischer mit seiner Bestandsaufnahme nach dem 0:4 in Leverkusen. Vielen Dank an die tollen Reportagen oder an Marc Eschweiler, unseren Kollegen vom Westdeutschen Rundfunk in dem Fall, für die tollen, eindrücklichen Reportagen. Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Warum, Christian? Weil es eben doch alles ein bisschen schwieriger ist? Oder, das war eine super Frage. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Nein, aber im Ernst, wie passiert das? Ja, man ist ja dann immer in so einem Modus, das ist dann nicht zu erklären, heißt es ja immer so schön. Aber für meine Begriffe ist das relativ einfach. Die Mannschaft oder das System komplett kann gerade nicht mehr. Sie haben halt die Qualität nicht für Bundesliga im Moment. Vielleicht hat es jetzt einen Vorteil, dass man Letzter ist. Ja, weil tiefer geht es ja da nicht mehr. Aber was wir da abgeliefert haben gestern, ist auch ein bisschen dann auch ein Ausdruck dessen, dass der Block, der Fanblock, der da war nach dem Spiel, dann doch nicht mehr in diese Jubelstürme ausgebrochen ist, sondern da war dann mal ein bisschen Schweigen und nicht mehr dieses Beklatschen und nach vorne pushen und das wird schon und es ist Union-like und wir kriegen das alles hin. Aus meiner Sicht immer auch von der Fanseite der erste Weg zur Besserung. Aber diese Mannschaft, gerade das 1-0, wie Kral den Ball im Spielaufbau verliert, der den Ball oben rechts reinhämmert, und dann aus Standardsituationen Fehler zu bekommen, nach vorne nichts zu kreieren, keinen Ballbesitz zu haben, wenig Zweikämpfe zu gewinnen, gelaufen etc. ist man. Ja, das kann man niemandem abstreiten, aber Fehlerquoten noch und Löcher in fast allen Segmenten. Das hat mit Fußball-Bundesliga dann herzlich wenig zu tun. Das ist dann nun mal so. Ist vielleicht so da, nur dahergesagt, so ein Spruch dann immer zu diesem Zeitpunkt, wenn eine Mannschaft da unten drin steckt. Christopher Trimmel, der das gerade sehr gut, für meine Begriffe immer sehr gut einschätzt, sagt auch, das reicht nicht, das ist dann auch kein Klassenerhalt mehr. Und da sollte man schleunigst die Kurve bekommen. Also ich weiß nicht, wie man die bekommt, man hat jetzt vielleicht 14 Tage Zeit mal wirklich das zu tun, was für Fußball elementar ist. Weil das war zwar gegen Leverkusen Top-Mannschaft, brauchen wir nicht drüber reden, Erster der Liga, hat eine Riesenrunde bisher gespielt. Aber boah, ich war richtig erschüttert, was wir streckenweise zwar den Ball gewinnen, aber deswegen Ball gewinnen, Ball wieder weg, Ball gewinnen, Ball wieder weg. So funktioniert Fußball nicht. Also ich brauche dann die Brust und diesen Glauben. Und dieser Glaube ist, wo man dachte nach dem 1-1 gegen Neapel, ist der dann da, um solche Situationen dann auch bestehen zu können in Leverkusen? Aber der ist dann nicht da. Der war dann gleich wieder zerfallen in sich selbst nach ein, zwei Fehlaktionen. Hat mir aber auch schon in irgendeiner Folge vor 4, 5 Folgen wahrscheinlich mit Sicherheit schon mitgeteilt, dass das, wenn es mal besser wird, nicht gleich reicht, dass es dann auf Dauer besser wird, sondern das sind gerade so eine 2 Schritte raus, 3 wieder zurück. Also es ist jetzt gar nicht so 2 Schritte raus, 1 zurück, sondern ich fand 2 Schritte raus, 3 zurück und das ist nicht gut. Ja, und ich glaube, das haben auch alle ganz, ganz intensiv wahrgenommen. Der gesamte Verein, Fans, Präsidium, Sponsoren, also das ist ganz knifflig, aber vielleicht hilft ja, dass man Letzter ist. Übrigens, Beke, ich finde, du hast es gerade richtig analysiert. Das war, wir haben zwar gegen Leverkusen gespielt, aber ich fand, das war der Tiefpunkt. Weil wenn du, also 18-2 Torschüsse, dann, was war immer die Stärke von Union? Die waren eklig, die haben wehgetan. Die haben da gar keinen Weh getan. Die haben zum einen haben sie die spielen lassen und zum anderen haben sie denen die Tore noch geschenkt. Beke hat es gerade gesagt. Erste Tor, ja, tolles Tor, dass er in den Winkel schießt. Aber Kral hat den Ball und zwar vorm eigenen 16er. Entweder schießt den weg, lässt ihn zum Torwart klatschen, dass der den schlagen kann. So. Standardsituation, 2 Ecken, das 1-0 Kralfehler, 2-3-0 jeweils eine Ecke. So, und dann, euer Reporter hat ja gerade keinen richtigen Zugriff. Naja, wenn ich nur Begleitschuss, wenn ich immer nur nebenher laufe und sage, guck mal Trainer, ich bin noch da. Die Stärke von Union war, die wollten ja den Ball haben früher. Die sind ja hingegangen und wollten dann den Ball haben. Wie haben sie mal gesagt, wenn ich den Ball nicht kriege, dann faul ich. So, aber das, boah, ich finde, das war jetzt der Tiefpunkt. Also nicht nur tabellarisch, dass du jetzt Letzter bist, sondern auch von der Art und Weise, wie man spielt. Und also 6 Punkte, ich habe irgendwo gelesen, Hertha hatte letztes Jahr zum selben Zeitpunkt 11. So, und sie sind abgestiegen. Dann habe ich eine Statistik im Kicker gelesen. Mannschaften, die 10-mal nicht gewonnen haben oder irgendwie sowas, wie viel davon abgestiegen ist. Nur eine Mannschaft ist nicht abgestiegen. Das war der VfB Stuttgart vor ein paar Jahren, sondern der Rest ist immer wieder abgestiegen. Das heißt, puh, das ist jetzt schon, also die Tabellensituation ist desaströs, aber viel schlimmer ist die Leistung dahinter. Dass die, also da kannst du nicht sagen, das ist Pech oder irgendwie sowas. Das war eine Nichtleistung, würde ich das mal nennen.
Okay, aber dann, wenn man euch jetzt zuhört und wenn man da einen Strich drunter macht, dann würdest du ja bei jedem anderen Verein, in jeder anderen Konstellation, möglicherweise mit der minimalen Ausnahme des SC Freiburg, der auch sein eigenes Universum hat und mit Christian Streich auch eine ganz besondere Konstellation hat, dann würdest du immer sagen, es ist jetzt eine Länderspielpause, dann musst du jetzt irgendwas machen. Und das haben wir hier im Zusammenhang mit Hertha in den letzten 4 Jahren immer wieder besprochen. Und da man ja nicht 30 Spieler austauschen kann oder 20, kann man dann nur noch eine andere Personalie austauschen. Das ist der sportlich Verantwortliche, das ist der Cheftrainer. Und dann ziehen wir jetzt einfach das Thema in Köpenick vor, denn es ist ja immer ein kleines bisschen das Gleiche. Aber trotzdem, die Dramatik ist ja jetzt von euch ausreichend skizziert. Deswegen das Thema in Köpenick. Axel, wenn ich das so höre, dann ist das ja ein Plädoyer dafür, dass du sagst, du musst dich vom Trainer trennen. Es gibt für mich ein Finale in 2 Wochen gegen Augsburg, weil das ist eine Mannschaft, die in deiner Range ist, die musst du schlagen und die schlägst du nicht mal nebenbei. Bloß mal bei dem mangelnden Selbstvertrauen, was die Spieler jetzt gerade haben. Ich finde, Zingler hat es ja richtig gesagt. Also wir sind trotzdem immer noch ein Profiverein, da geht es hier um Ergebnisse und da gibt es nicht um Folklore und sagen wir, unser Trainer, der bleibt bis zum Nimmerleinstag und der wird dann hier auch beerdigt. Also so ein Blödsinn hat er richtig gesagt. Wenn du die Leistung analysierst, ich habe es gerade gesagt, es war eine Nichtleistung. Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich sagen, okay, jetzt kommen auch die Gegner, danach kommt ja noch dann, glaube ich, Bochum, dann kommt Köln noch, also das sind alles Gegner, die du schlagen musst, kannst und musst. Und ich würde vielleicht sagen, okay, komm, dieses eine Spiel gegen Augsburg, jetzt hat er dann auch 14 Tage, um die Mannschaft darauf vorzubereiten. Da ist dann auch nicht irgendwie, wir sind jetzt kaputt oder irgendwie die Doppelbelastung, fällt alles weg. So, konzentrier dich auf dieses Spiel. Ich glaube, wenn du dieses Spiel gewinnst, da bist du zumindest erstmal vom Tabellenplatz, von der ganzen Atmosphäre, wird es dann wieder besser. Aber zusammengefasst, abgekürzt, Finale gegen Augsburg. Aber Christian, man kann es ja auch genau andersrum sehen. Man könnte ja auch sagen, jetzt ist Länderspielpause, danach kommt Augsburg und andere vielleicht machbare Gegner. Das ist genau der richtige Moment, um einem neuen sportlich Verantwortlichen die Chance zu geben. Übrigens Augsburg unter dem neuen Coach, 3 Spiele, 7 Punkte. Also du sagst ja immer, keine Laufkundschaft. Das ist schwierig. Ja, gegen die willst du jetzt eigentlich auch nicht spielen, aber Union will vielleicht gegen niemanden spielen. Christian, gehst du da bei Axels Einschätzung mit? Weil das ist natürlich das, was sich auch alle unsere Hörerinnen und Hörer gerade fragen. Kann man mit Urs Fischer, und wir wissen es für uns selbst, wir wissen es für euch da draußen, größter Respekt, Riesenanerkennung, 3 glühende Mitglieder des Urs Fischer Fanclubs sitzen hier und trotzdem ist die Frage ja so wichtig wie noch nie. Kann man, Christian, mit Urs Fischer immer noch weitermachen? Ja, kann man. Macht man jetzt auch, indem man die 14 Tage dem Trainer auch gibt. Das Spiel Augsburg, ich sehe es ähnlich wie Axel, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Spiel, wo es dann eigentlich nicht nur um 3 Punkte geht aus meiner Sicht, sondern um viel, viel mehr. Glücklich ist in dem Zusammenhang, dass Gosens und Behrens auch nicht bei der Nationalmannschaft sind, dass man die zu Hause hat, dass man quasi mit den wichtigsten Spieler auch wirklich durchtrainieren kann. Einige sind nicht da, das ist dann so. Aber man hat 2 Stützen, die auf jeden Fall zu Hause sind, mit denen man arbeiten kann, was wichtig ist für diese Mannschaft. Urs Fischer muss die Zeit zwingend nutzen, seine Mannschaft dahingehend zu bekommen, dass die gegen Augsburg funktioniert und Leistung vor allen Dingen abliefert und 3 Punkte holt, um da zur Diskussion auch einen Deckel drauf zu machen. Was mich allerdings ein bisschen stutzig macht, und das finde ich auch in der Wortwahl von Urs Fischer, der ist halt nicht ganz so schön. Es heißt immer, wenn die Mannschaft Siege einfährt, die Mannschaft hat sich selbst belohnt. Ich habe von der Mannschaft verlangt, dass sie das und das abruft. Ich will von der Mannschaft sehen. Jetzt heißt es, wenn es darum geht, ob er der Richtige ist, ja, wir haben uns zusammengesetzt und wir haben gemeinsam entschieden, dass wir hier gemeinsam diesen steinigen Weg gehen, auch wenn es kleine Schritte sind. Das hängt irgendwo die Kommunikation, das ist von der Art, wie an die Sache gegangen wird, ich will es jetzt nicht übertreiben, nicht meins. Ja, entweder man ist immer gemeinsam in jeder Situation, das kann ich so nicht rauslesen, will aber auch nicht zu viel reininterpretieren. Und zum Schluss muss man ganz klar sagen, das Statement vom Präsidenten vor einer Woche, dass wir hier ein Fußballverein sind und dass sportliche Ergebnisse zu erzielen sind und dass sich alle im Verein da unterzuordnen haben, und dem zu dienen haben, dem Ziel. Der Manager macht es gerade, weil der sagt gar nichts mehr, sondern
bewertet das wahrscheinlich nur noch intern und nicht extern. Und somit hat der Trainer jetzt die Möglichkeit, in Ruhe zu arbeiten und seine Mannschaft so zu formieren, in welchem taktischen System auch immer, in welcher Ausrichtung auch immer, mit welchem Personal auch immer. Wir müssen dieses Spiel gewinnen, um Ruhe in den Laden zu bekommen. Und ich glaube, wenn wir es nicht gewinnen und es nicht eine herausragende Leistung oder richtig gute Leistung wird, wird es ganz, ganz eng für Urs Fischer, da bin ich mir eigentlich sicher. Ja gut, und danach hast du Braga, dann hast du erstmal den FC Bayern. Also die nächsten zwei Spiele sind dann ja auch wieder welche. Da kannst du sogar eine gute Leistung abrufen und trotzdem verlieren. Braga ist übrigens auch ein Endspiel. Du musst auch eins immer sagen, also man kann auch sagen, diese Länderspielpause, der Punkt, den du gemacht hast, der ist ja nicht unlogisch, du hast 14 Tage Zeit. Aber das hängt davon ab, wie du als Verantwortlicher, ob das nun Zingler ist oder Runert, wenn du den Glauben verloren hast, dass Urs Fischer der Richtige ist, dass er von mir aus viele Fehler macht oder irgendwie so, dann kannst du das jetzt auch machen. Dann hast du 14 Tage Zeit, mit einem neuen Trainer zu arbeiten. Das kannst du machen. Aber ich glaube, so weit sind sie noch nicht gekommen, dass sie sagen, er ist nicht mehr der Richtige. Und deswegen sage ich aber, dieses Spiel Augsburg ist ganz wichtig. Und danach, wenn du das Spiel nicht gewinnst, na, dann musst du, ich nenne das immer so weiche Faktoren, die musst du damit einbeziehen. Dann sind die Spieler halt, die glauben ihm dann nicht mehr. Ja. Und das sind ja diese, also wir können die harten Faktoren, was sind die? Dass du, ich finde, der Kader ist eben nicht gut genug. Viele Neuzugänge sitzen auf der Bank, spielen nicht gut, sind schlecht. Du hast einen ganz schlechten Sturm. Also nach vorne, hat man ja wieder gesehen, jetzt 6 Stunden oder was das jetzt sind, kein Tor geschossen. 600 Minuten, das sind ja die harten Fakten. Und da muss ich natürlich auch Runert hinterfragen, was er ihm dahingestellt hat. Aber die weichen Faktoren sind eben nicht zu unterschätzen. Dass, wie gesagt, wenn da, jetzt siehst du wieder die gleiche Fresse und der erzählt mir wieder denselben Mist. Und also manchmal brauchst du einfach ein neues Gesicht und neuen Schwung und einer, der dir was Neues erzählt. Einfach, dass du dem wieder glauben kannst. So, ich habe dir vorhin auch geglaubt, als du gesagt hast, ich würde heute gut aussehen. Ich weiß ganz genau, ich sehe heute nicht gut aus, aber du hast es gesagt. Und damit glaube ich es auch. Christian, sagst du mir, er sieht hervorragend aus mit der Mütze, oder? Also Axel, du bist in einem Styling unterwegs, unfassbar in deinem hohen Alter. Ja. Also, Dankeschön. Ich weiß, dass es nicht stimmt, aber ich glaube, ich will euch nämlich glauben. Und das ist der Punkt, weil ich euch glauben will. Pass auf, du hast gerade noch was Interessantes aufgemacht. Schön. Letzte Woche hatte ich gesagt, wir sind nicht zu allen Fragen, die uns gestellt wurden, gekommen. Und Axel hatte darum gebeten, dass wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein kleines bisschen mehr zu Wort kommen lassen und einbinden. Deswegen schreibt uns, schreibt Axel, schreibt Christian, schreibt mir an hauptstadtderby@rbb-online.de, wenn ihr Fragen, Wünsche, Kommentare habt. Oder nutzt unseren Instagram-Auftritt rbbfußball, kann ich euch eh sehr empfehlen, da ein Abo zu hinterlassen. Und schon letzte Woche erreichte uns dort nämlich eine Frage von, das ist halt jetzt hier wieder Instagram-Gedöns, ne? Lip87, ich nehme mal an, ein Fußballfan, eine Fußballfanin aus Jahrgang 87. Runert, Bezug nehmend auf eine Diskussion, die wir über Michael Preetz geführt haben, mit Blick auf die sich sehr damals veränderten Rahmenbedingungen bei Hertha nach dem Windhorst-Einstieg, wo wir gesagt haben, vielleicht war Michael Preetz für diese Situation, der hatte dann eben nicht der richtige Manager, weil er mit der vielen Kohle nicht wirklich umgehen konnte. Haben wir damals in extenso besprochen. Jetzt die Frage, interessant und natürlich ein bisschen neunmal klug, und weil wir jetzt eine Situation haben. Aber in der Folge nach dem feststehenden Abstieg von Hertha sagte Beke sinngemäß, nach dem Einstieg von Windhorst hätte Hertha prüfen müssen, ob Preetz noch der richtige Mann für diese geänderte Konstellation ist. Erstmal danke fürs gute Zuhören. So, Schlussfolgerung von ihm war, ist er nicht da, der Misserfolg. Nun scheint es ja bei Union in die gleiche Richtung zu gehen. Geld ist da und der Manager Runert hat Stand jetzt nicht gut eingekauft. Also die Frage, ich finde es, deswegen vielleicht erstmal an dich, Christian, weil du selber Manager warst. Ist es jetzt fair, das zu fragen? Weil klar, die Spieler sind da und die liefern nicht. Oder ist es ein bisschen neunmal klug und vor 8 Wochen haben wir alle gesagt, stark, Bonucci gefunden, Volland geholt, nicht ganz schlecht, pipapo. Also wie fällt deine Antwort auf diese Frage aus, Christian? Also die Konstellationen sind aus meiner Sicht erstmal unterschiedlich, weil bei Union kein Investor aufgestiegen ist, der mit mehreren 100 Millionen Euro an den Start gegangen ist und man jetzt wirklich von einem Tag zum anderen in das weitaus höhere Regal greifen wollte und jetzt mal allen anderen zeigen wollte, wie im Grunde jetzt ein großer Fußball mit tollen Spielern wirklich funktioniert. Bei Union ist ein bisschen anders, hat sich das entwickelt, dass man versucht hat, mit vermeintlich
qualitativ hochwertigeren Spielern auch tabellarisch das zu halten, wo man sich gerade befindet. Und der Fehler beginnt eigentlich dort, dass man die, die man dann genommen hat, das eigentlich gar nicht können. Scheinbar in der Analyse und Bewertung der Leistungsfähigkeit zu dem, was die Bundesliga benötigt, ein Fehltritt passiert ist. Weil weder ein Volland noch ein Bonucci waren jetzt wirkliche Verstärkungen und haben dieses Team oder diese Mannschaft oder dieses Gerüst nach vorne gebracht. Gosens, mache ich mal eine Ausnahme, hinten links hat zum Anfang echt performt, aber jetzt hinten raus wurde das auch immer weniger. Und demzufolge glaube ich, dass man bei der Auswahl und diesem kurz vor Transferende noch was Verpflichtendes, damit hat man sich überhaupt gar keinen Gefallen getan. Und warum man das gemacht hat, von seiner Philosophie abgekommen ist, und wir haben es ja auch im März, April schon von Runert gehört, dass es immer wieder schön ist, dass man aufgrund der sportlichen Situation wirklich zeitig planen kann, den Kader sauber zusammenstellen kann, seine Anforderungsprofile, die man entwickelt hat, wirklich ausleben kann, die Spieler danach verpflichten konnte und kann. Hat hier diesmal nicht geklappt. Thema Hollerbach, Thema Volland. Erst Hollerbach, wo man sagte, das ist er dann, dann obendrauf nochmal Volland. Dass das nicht rund läuft in der Kategorie Sturm, also das war eigentlich klar, das konnte gar nicht anders funktionieren als nicht laufen. Und das ist doch ein bisschen verwunderlich, in welcher Gedankenwelt oder in welcher Entscheidungsfindung. Oder vielleicht war da irgendein Stau im Kopf unterwegs, der gesagt hat, ich muss jetzt irgendwas machen, weil, damit ich irgendwie nochmal ein anderes Bild kriege. Also verstanden und begründet bekommen haben wir es ja auch nie, warum man diese Transfers dann nochmal ausgeführt hat, welchen Zweck das haben sollte, wo und in welcher Form das die Mannschaft nach vorne bringen würde, welcher Gedanke da drin steckt. Aber da ist einiges verkehrt gegangen und vor allen Dingen vom Ablauf völlig anders als sonst. Viel zu spät und aus meiner Sicht nicht wirklich in der Tiefe die Fähigkeiten der Spieler, die gekommen sind, analysiert. Das ist eigentlich der Grundfehler. Aber hat mit Hertha in der Situation für mich nicht so viel zu tun. Einsatzmoderation, Axel, ich weiß, du willst ansetzen, aber Einsatzmoderation, ich würde bei Christian an einer Stelle widersprechen, der gesagt hat, Runert hat sich gefreut, dass man so früh eine Planungssicherheit hat und einen Kader bauen kann. Ich würde sagen, ja, aber als Union im Februar, März über den nächsten Kader gesprochen hat, da hat man an einen Bundesliga-Kader gedacht. Und dann spielen die da oben mit und setzen sich fest und wissen, auf einmal spielen wir Champions League und bekommen andere Aufgaben, aber auch anderes Geld. Und das ist doch das, was dann den Weg zu Gosens und Bonucci geebnet ja, hat. Ja, man muss übrigens mal eins sagen, Planung ist ja immer das eine. Ja. Das andere ist, was lässt sich dann am Ende verwirklichen? Welchen Spieler kann ich kriegen? Welcher Spieler sagt doch, ich möchte zur Union? Das muss man ja auch mal ein zweiter Punkt. Ganz ehrlich, ein bisschen fair müssen wir natürlich auch sein. Wir haben am Anfang der Saison gesagt, boah, die Leute, also wir haben Bonucci gesagt, ganz geil, Gosens sowieso ganz geil. Also es hat nicht funktioniert bisher, muss man klar sein. Das ist natürlich die Baustelle auch von Runert, muss man auch, wir müssen auch fair sein, dass wir gesagt haben, oh, kann man so machen, haben wir zumindest am Anfang gesagt. Ich habe einen ganz wichtigen Punkt. Wenn ich mal gucke, und die Spieler finde ich alle gut, Toussaint, so, geiler Junge, wirklich super Typ und alles sowas. Kral, auch, wie gesagt, ein toller Spieler. Schwolo, auch für mich in Freiburg, war bei Hertha Dünne, aber in Fall, alles drei Absteiger. So, ohne das jetzt zu beleidigen zu meinen. Aber sie sind alle drei abgestiegen. Das macht was mit diesen Jungs. So, und die sind jetzt wieder in der Situation, beziehungsweise das ist schon eine ganze Weile so. Das heißt, ob ich dann sage als Runert, also die denken dann immer, ach, bei uns werden die denn schon performen. Aber das haben die natürlich im Kopf, das Ganze. Und ich finde, man sieht das gerade bei diesen Spielern, sieht man, dass da überhaupt kein Selbstvertrauen mehr da ist, dass das alles wiederkommt, diese ganze, weil du denkst nämlich als Spieler, Mann, so eine Scheiße, ich bin zur Union gegangen, wollte Champions League spielen, wollte oben mit dabei sein in der Bundesliga und jetzt geht das ganze Theater wieder los. Also ob Runert sich damit einen Gefallen getan hat, diese Leute zu holen, mit dem Wissen, was passiert eigentlich, wenn das mal nicht so gut läuft. So, kommt das bei den Jungs wieder? Deswegen habe ich auch immer gesagt, wenn wir gegen den Abstieg gespielt haben, schick viele, du musst die Spieler dann auswechseln. Weil, wie gesagt, wenn du wieder in so einer Situation bist, so wieder die Fans kommen dann und sind unzufrieden und alles, dann schick die Spieler oder viele Spieler eher weg. Stuttgart hat das damals auch nicht gemacht. Die sind dann einmal kurz dem Abstieg entronnen und nächstes Jahr sind sie dann abgestiegen, weil in diesem Verein so viel Unruhe war, weil da nochmal, weil die Spieler, das kommt wieder.
während der Saison. Und der zweite Punkt oder der letzte Punkt ist der, was ich immer sage, im Sturm, Beke. Wenn ich mir angucke, was da an Material da ist, dann das ist einfach zu wenig. Und das ist mein Hauptvorwurf an Runert. Nicht das andere. Man kann sagen, okay, wir spielen schon nicht gegen den Abstieg, kann man alles machen. Aber dass du denkst, dass du mit diesen Offensivleuten durch die Saison kommst, weil von den Spielertypen, du hast nur einen einzigen, sag mal, Stoßstürmer. Und das ist Behrens. Sonst, Fofana ist so ein Spieler drumherum, so ein bisschen kein Tor. Der macht nicht mehr als 10 Tore. So, Becker ist auch eher ein Spieler über Außen, der über seine Geschwindigkeit, also auch eher ein Vorbereiter. Der hat zwar mal 13 Tore gemacht, aber es ist eher ein Vorbereiter da mit dabei. Und Volland ist auch nicht der Torjäger. Das ist auch über so ein Thema Volland. Da hätte ich schon mal überlegt, also wenn ich mir überlege, in Monaco spielst du, das ist ja schön da. So, dann kriegst du 3 Millionen netto und da schön an der Côte d'Azur liegen, wunderbar. Ob der nochmal, da muss ich ganz genau hingucken, hat der so viel Eigenmotivation, dass der sich nochmal richtig quält. Und ich hau jetzt mal einfach einen rein, da werden viele sagen, ah, wieso? Ja, seine Frau ist schwanger und der ist nicht beim Spiel. Also er kann ja sagen, wenn die Kind gebärt oder irgendwie so hat, aber vielleicht ist das heute die Generation, hallo, es geht um alles. So, und da kann ich auch schnell hinfahren. Die Geburt ist ja auch nicht innerhalb von einer halben Stunde. Da weiß ich irgendwann, wieso ist der nicht da? Vielleicht bin ich da irgendwie zu traditionell, aber wo mein Sohn geboren wurde, bin ich zweimal zum Training gegangen zwischendurch. So, weil ist doch klar, also weiß ich nicht, Beke, wie du das siehst. Also, ist vielleicht schwierig zu beurteilen, weil man nicht genau weiß, wie die Situation ist. Muss man auch ein bisschen aufpassen. Wir sind ja alle Väter, wir wissen nicht, also man weiß ja auch nicht, Schwangerschaft ist nicht gleich Schwangerschaft und manchmal gibt es ja auch Faktoren, die das dann noch ein bisschen heikler machen für alle Beteiligten. Ich weiß das einfach nicht, aber du merkst von meiner Reaktion, dass ich natürlich sage, gut, es ist die Geburt seines dritten Kindes, ich habe nur eins, aber dafür hätte ich natürlich immer alles stehen und liegen lassen, aber ich war auch nie Profifußballer, richtig. Nein, es geht mir darum, nochmal, wenn das jetzt kurz bevorsteht, ja, dann bin ich da, ich meine, wir spielen hier, was ist das, 2 Stunden oder was, anderthalb, also 90 Minuten mit Warmmachen noch irgendwie sowas, so, wenn es kurz vorher passiert, ja, dann bin ich weg, ja, kann ich ja jetzt machen. In Leverkusen, aber ich verstehe, worauf du hinaus willst, so. Stellst das im Grundsatz in Frage, ja, richtig. Naja, mein Grundsatz ist der, wenn es, wie gesagt, bevorsteht, aber die ist hochschwanger. Aber da scheint ja nichts irgendwie, und das Kind ist immer noch nicht geboren, glaube ich, oder? Oder habe ich da was verpasst? Also wir können, ja, das ist ja alles, das ist ja auch Geschmackssache, ja. Aber du hast ja quasi, alles, was du gesagt hast, ist ja genau dem geschuldet, der jetzt April schon wusste, dass das im Sturmbereich nicht reichen wird. Das war doch klar. Ich musste doch gucken, das ist das, was mich ja total irritiert. Also im Sturmbereich hattest du zwar Behrens, der super performt, aber wir wussten doch alle, dass das eine Überperformance ist und dass das nicht dauerhaft so sein kann und wird. Und da nicht gegengesteuert zu haben, da nicht nochmal so einen Blockspieler vorne geholt zu haben, der auch 1,90, 1,95 hat, der und auch eine Spielfortsetzung ermöglicht. Das ist eigentlich die Frage und die Chance hatte man die ganze Zeit, warum es dann Volland und Co. geworden sind. Und dann glaube ich ganz ehrlich, da ist irgendwo was gedanklich in eine andere Richtung gelaufen, die nicht positiv war. Übrigens, du kannst ganz viel, kannst du machen innerhalb von der Mannschaft, durch Einstellung und auch durch Trainer, die den besser machen. Aber wo du Geld ausgeben musst, immer, ist vorne. Weil da kannst du nicht irgendwie über, der Trainer kann dir was erzählen. Das hat was mit Qualität zu tun vorne. Und genau wie Beke sagt, wir wussten doch, dass Behrens überperformt hat, wussten wir doch alle. So, das war ja zu sehen, wissen wir auch. Das ist ein ganz guter Junge. Ich finde, in der Range, in der Union sich befunden hatte, 4. Platz, das ist viel zu hoch für den. So, das ist normalerweise ein ganz guter Backup in der Region vielleicht. Aber nochmal, vorne musst du Geld ausgeben. Und vorne haben sie nicht wirklich Geld ausgegeben. So. Du hattest, also natürlich, klar, anderer Typ. Ja, aber du hast natürlich mit Geraldo Becker einen gehalten, der schon letztes Jahr in der Hinrunde unfassbar gut war, der eben auch gezeigt hat, dass er in einer Regelmäßigkeit Tore schießen kann. Ich verstehe, dass das ein anderer Spielertyp ist, hat aber mit ihm vor einem Jahr gut funktioniert, dann zum Teil mit Jordan im Duett. Aber trotzdem, ich will nur sagen... Es ist ein anderes Spiel. Ja, okay. Er hat ja getroffen, guck dir doch mal seine Tore an. Er hat doch eine völlig andere... Ja, Union hat sich hinten reingestellt, hat die Bälle nach vorne geklopft und über Geschwindigkeit hat er das gemacht. Jetzt ist es eben so, dass viele Mannschaften erstmal selber hinten stehen. Du musst aktiv, kreativ was machen. Ja. Und da brauchst du einen zentralen Stürmer, den Mittelstürmer, den klassischen Bomber da in der Mitte, der dir Tore garantiert.
Also Stürmer, es gibt ja wenige Spieler, die dir immer 10 und mehr Tore garantieren. So, und ich glaube, dafür hätte man eher Geld ausgeben sollen, als vielleicht für einen Linksverteidiger. Obwohl ich den Kranzwerk Gosens super fand. Aber nochmal, hinten, Mittelfeld kannst du viel machen durch Training, durch Verbessern, durch Einstellung. Also, aber vorne brauchst du Qualität. Lass uns noch eine Schleife drehen, um sozusagen nach vorne zu gucken. Jetzt hat man also 2 Wochen Zeit und Union hat nicht ganz so viele Abstellungen wie andere Mannschaften. Gibt es in diesem Kader, in dieser Mannschaft, jetzt im Moment einzelne Spieler, wo wir sagen, okay, ich bin Urs Fischer und mit denen arbeite ich jetzt. Denen sage ich heute, pass auf, gegen Augsburg in 2 Wochen, du spielst. Ihr seid meine Leute, wäre ja ein typisches Ding, versucht Nagelsmann bei der Nationalmannschaft zu sagen, du definierst nochmal eine Achse, du sagst, das ist meine Gruppe, mit der ich das mache. Union hat ja eine gewisse Rotation im Kader. Gibt es Leute, bei denen ihr sagt, die sind komplett unantastbar und die müssen da jetzt rein? Zuletzt waren ja nicht mal sozusagen die komplett Gesetzten in der Defensive so belastbar wie sonst. Also irgendwie wirken ja alle bei Union angenockt. Ja, na klar, wenn der Letzter bist, dann ist auch einer, der Überflieger ist. Aber trotzdem muss ich meine Achse nehmen, ja, Torhüter, Innenverteidigung, Sechserbereich, Sturmbereich und mit dieser Achse jetzt mich auf die 14 Tage einschwören. Aber jetzt hören wir dich gerade nicht, Beke. Upa, jetzt bist du gerade mal kurz weg. Wenn ihr uns bei YouTube seht, kann ich euch sagen, in der ARD-Audiothek schneide ich diesen Teil raus, aber bei YouTube lassen wir ihn drin. Jetzt hören wir Beke im Hintergrund wieder rumpeln, das ist schon mal gut. Bist du wieder da, Schatz? Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Scheiße, so ein Anruf zwischendurch, sowas gäbe es tatsächlich. Du musst den Nicht-Stören-Modus aktivieren, dann kommen keine Anrufe durch. Nicht-Stören-Modus. So, Christian Bick wurde angerufen, wer auch immer das war, schuldet Axel und mir ein Kaltgetränk. Also du wolltest jetzt sagen, also es gibt eine Achse und so weiter, schreib da mal ein paar Namen hinter. Kader ist groß. Du musst Knochen nehmen, Röno. Du musst mit Khedira sprechen, Bonucci dazu nehmen als Erfahrener. Du musst vorne Becker Behrens einbinden, dass du halt dein Mannschaftsrat, Trimmel, rechte Bahn. Also die Jungs, die dann diese Atmosphäre auch in die gesamte Mannschaft transportieren. Und vielleicht musst du auch mal einen Neuen dazu nehmen, der ein bisschen Wirbelwind ist, rebellisch. Jetzt kriegt er wahrscheinlich wieder einen Anruf. 100 Liegestütze. War wieder ein Anruf. Wir hören dich noch nicht wieder, Christian. Vielen Dank für eure Geduld bei YouTube. Jetzt, hallo. Ja, kannst du den Leuten sagen, dass sie dich nicht mehr anrufen sollen, beziehungsweise dich digital von denen abnabeln? Mache ich gleich. Also du musst eine mannschaftsinterne Stückzahl von Jungs dir rausfiltern, mit dem du sagst, okay, mit denen gehe ich jetzt hier durchs Feuer, die hole ich mir ins Boot, mit denen mache ich eine klare Vorgabe, wie ich mir das vorstelle für die nächsten 14 Tage, mache einen richtigen Trainingsmatchplan bis zum Spiel gegen Augsburg, um den Bock umzustoßen. Das muss ich machen. Und da gehören die, wie ich gerade sagte, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, also Renault, Khedira, Knoche, Trimmel, Kral, das weiß ich natürlich nicht, Bonucci würde ich dazu nehmen, Gosens, Behrens, dass ich mich mit 8, 9 Leuten an den Tisch setze und das mit denen ganz, ganz intensiv bespreche, was ich jetzt vorhabe, was ich möchte und dass seine Überzeugung wieder zurückkehrt und das Glauben zurückkehrt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig und das geht nur durch gemeinsame, intensive Arbeit, um aus diesem Schlamassel rauszukommen. Also aus meiner Sicht gibt es keinen anderen Weg. Also für mich gibt es nur eine heilige Kuh und das Renault hinten im Tor. So, sonst gibt es da gar keinen. Natürlich kann ich mich mit denen allen zusammensetzen, kann auch versuchen, da einen Schlachtplan zu machen, aber ich habe jetzt 14 Tage Zeit und ich sehe in jedem Training, wer ist denn eigentlich bereit dafür? Und als Trainer hetze ich die aufeinander. Also ist ja wohl klar, also das würde ich auch vorher sagen, dass es hier keine heilige Kuh gibt. Das heißt, jeder Einzelne muss zeigen, dass er in 14 Tagen Samstag, wann das Spiel ist, unbedingt will. So, und da würde ich nicht irgendwie, natürlich nochmal, man kann immer mit dem Mannschaftsrat, man kann mit denen immer nochmal sprechen, aber dass ich mich vorher schon festlege, dass der ein oder andere spielt, dass der mit dabei ist, überhaupt nicht. So, da sind hinten 6 Leute, die sich... Wer hat das gesagt? Ich habe das so verstanden, dass du das gemeint hast, das mit diesen... Darum geht's doch. Nein, Mannschaftsrat ist doch überhaupt nicht, dass er spielt.
Ach so, okay, dann sind wir uns ja einig. Aber weil sonst, dass der spielt und alles, das würde ich, wie gesagt, du hast 14 Tage Zeit. Darfst du gar nicht machen. So, und dann wird man es am Ende sehen. Wer hat sich im Training da so angeboten, dass du, also Trainer neigen übrigens oft dazu, Spieler spielen zu lassen, aufgrund der, was er schon mal geleistet hat. Nicht, was er aktuell leistet, sondern was er vor ein paar Wochen mal geleistet hat oder vor einem halben Jahr. Nee, ist falsch. Ich muss gucken, was leisten die im Moment gerade im Training und danach stelle ich auch vielleicht den einen oder anderen neuen dann noch mit reinbringen. Aber es ist ja richtig, zum Beispiel zu sagen, wenn da ein paar Eingespielte dabei sind und die auch im Training noch performen, na, dann lasse ich die natürlich eben auch spielen. Weil das Grundding muss eben wieder sein, dass Union dazu zurückfindet, dass sie wieder wehtun, was ich vorhin gesagt habe. Und wenn du jetzt denkst, gegen Augsburg, naja, gegen die kann ich jetzt mit dem Arsch wackeln und die kann ich ausspielen. Das wird nicht passieren gegen Augsburg. Also da wird es genauso wieder zur Sache gehen. Die sind auch eklig. So. Und wenn du da 1-0 gewinnst, kannst du dich freuen. Also erstmal dafür zu sorgen, dass du hinten zu Null spielst, wieder durch diese Art und Weise, die ich gerade gesagt habe, durch ekelhaftes Spiel, durch harte Zweikämpfe und nach vorne. Klar, da musst du natürlich versuchen, jetzt in den 14 Tagen auch ein bisschen Selbstvertrauen reinzubringen, dass du mal ein oder andere Torschussübung flanken und so, also dass die Leute wieder so ein bisschen Glauben zurückfinden. Und dann kann das auch funktionieren. Ganz schön viel kann, ganz aber schön viele Möglichkeiten. Genau, nee, ist doch genau der Plan. Das, was du gerade gesagt hast, ist das doch. Das musst du aber mit einem Kern einer Mannschaft besprechen, dass die das vertreten. Und die Einzelnen, die da angesprochen sind, sind genauso in der Pflicht und stehen genauso in der Konkurrenz, 14 Tage sich diesen Startplatz wieder zu erarbeiten. Aber das ist doch das, was der Trainer vorgeben muss. Auch jedem Einzelnen aus dem Rat, dass die wieder Erster sind, Training und die anderen mit anzünden, dass die dann wieder genau die gleiche Trainingsqualität und Trainingsstärke entwickeln. Das ist alles Entscheidende. Das muss der Trainer machen. Das musst du aber zuerst, und das hat immer gefruchtet, mit denen, die deine Entscheidungsträger innerhalb der Kabine sind, besprechen. Du kannst ja nicht eine Nummer 23 nehmen, weil der hilft dir nicht. Nee, du musst die ersten 6, 7 nehmen und den erklären, dass es hier aber nur noch geht, wenn ihr vorneweg marschiert und ihr vorneweg die Besten im Training und in jedem Trainingsspiel und jedem Vorbereitungsspiel seid. Weil ich würde nämlich als nächstes 2 Spiele gegen 10. Ligisten machen, damit die Kiste mal wieder getroffen wird. Weil die treffen sie ja zurzeit nicht. Ja, das stimmt allerdings. Das ist immer schön. Man denkt immer, dass der Spieler dann sagt, naja, der weiß doch, gegen so einen 10. Ligisten schießt ja jeder ein Tor. Nee, es macht trotzdem was mit dir, wenn du gegen den Linken spielst und schießt da 3 Tore. Ist es trotzdem irgendwie ein gutes Gefühl. Wo jeder sagen würde, jeder Außenstehende sagt, naja, komm, gegen die treffe ich ja auch noch. Nee, das ist trotzdem irgendwie für Selbstvertrauen, ist das immer noch was anderes. Also die Rezepte werden mehr. Testspiele gegen niederklassige Gegner. Sprechen mit den wichtigsten Akteuren und eine Achse in irgendeiner Form benennen. Und dann vor allem gegen Augsburg in 2 Wochen gewinnen. So, wir machen jetzt was völlig Verrücktes, denn wir nehmen den Express Richtung Westen. Das Thema in Charlottenburg. Und kombinieren das mit den Höhepunkten des Freundschaftsspiels gegen den Karlsruher SC. Was für eine Veranstaltung am Samstagabend im Berliner Olympiastadion. 60.000 Fans, ein paar mehr Fackeln als der DFB und die DFL gerne sehen. Ich muss sagen, rein optisch fand ich, sah es teilweise trotzdem sehr schön aus. Ganz anders als die Böllerei bei Unionsspiel in Neapel. Das war wirklich furchtbar, fand ich, was da die Fans erleben und ertragen mussten. Und dann wurde gegen den KSC trotzdem Fußball gespielt von Hertha in dieser fantastischen Kulisse. Und das Spiel begann nicht fantastisch und endete nicht fantastisch, obwohl es zwischendrin einiges Positives zu berichten gab von Inforadio-Reporter Lars Becker. Der Karlsruher SC, der führt seit wenigen Sekunden mit 1-0 im Anschluss an eine kurz ausgeführte Ecke. Der Ball dann scharf nach innen und dann gab es das Duell im 5-Meter-Raum zwischen Jerome Gondorf und Deovasio Sefolk. Das ist Effizienz. Hertha BSC mit dem 1-1 Ausgleich in der 29. Minute. Die erste Chance für das Team von Pal Dardai. Ball von Rehse, gut platziert, keine Chance für Drewes. 1-1 der Ausgleich für Hertha BSC. Doppelschlag nach dem Ausgleich von Rehse in der 29. Jetzt in der 42. Das 2-1.
durch Florian Niederlechner. Flanke von der linken Seite in den 5-Meter-Raum. Drewes kriegt die Kugel nicht weg. Und im Nachsetzen dann aus Nahdistanz ist er mit dem Kopf zur Stelle. Hertha BSC hat die Führung hergeschenkt. Es steht nicht mehr 2:1, sondern seit wenigen Sekunden 2:2. Der Ausgleich durch Leon Jensen mit einem abgefälschten Schuss in der 81. Minute. Ja, ein bisschen traurig bin ich schon. Ja, weil wir haben schon die letzten zwei Spiele, wir haben 4 Punkte eingeplant. Und das ist nur 2 Punkte geworden. Müssen wir akzeptieren und irgendwann ja, ein Überraschungsspiel machen. Wir halten fest, Pal Dardai macht immer noch Punkterechnungen. Er hat mit 4 Punkten aus den letzten 2 Spielen gerechnet, hätten aus meiner Sicht auch 6 sein können, waren nur 2. Axel, es war irgendwie ein historisches Spiel, weil es schon beeindruckend war und toll war, aber rein sportlich doch eine ziemliche Enttäuschung, oder? Also, was da, du hast es gerade angesprochen, fast 60.000 Leute, tolle Stimmung, bis auf Pyro. Kann man sich klemmen im eigenen Stadion. Du hast es angesprochen, ganz schlimm übrigens, war es ja, glaube ich, in Hoffenheim mit einem riesen Böller. Aber wie gesagt, nochmal, ist verboten, aber okay. Geschenkt sind übrigens auch meine Herthaner der Woche. Die Fans von Karlsruhe und von Hertha, wunderbar, Bundesliga-tauglich. Und das Spiel, tut mir leid, also Paul kann ja seine Punkte einplanen, dann sollten wir vielleicht mal vernünftig Fußball spielen. Also wenn bei Karlsruhe nicht der Busfahrer am Tor gestanden hätte, dann hätten wir das Spiel verloren, weil das erste Tor hätte meine Großmutter gehalten, in eine kurze Ecke was war das, 11 Meter, ein spitzer Winkel in die kurze Ecke, den hätte ein 10-Jähriger gehalten. Beim zweiten kommt er raus, faustet am 5-Meter-Raum, den Ball aber 1 Meter vors eigene Tor. Und damit, also du hast ja 2-1 geführt zur Halbzeit, wo jeder wusste, was haben wir denn gemacht? Wir haben die erste halbe Stunde gar nichts gemacht. Also wir haben nur hinten drin gestanden, die Bälle weggeschossen und Karlsruhe hat gespielt. Und nochmal, wir haben jetzt nicht gespielt gegen HSV oder St. Pauli. Wir haben erst gegen Rostock gespielt, die waren da irgendwie 16. und Karlsruhe war 15., die 8-mal nicht gewonnen haben. Und wir nehmen ja gar nicht am Spiel teil. So, und dann führst du schon 2-1, dann kommst du zur zweiten Halbzeit raus und hast dir wahrscheinlich gedacht, jetzt mache ich noch weniger. Jetzt stehe ich nur noch hinten drin. So, und haben wir wirklich ein paar Kontersituationen. Also erstmal Rehse noch mal eine Chance, wo der Busfahrer wieder den Ball ihn an 16er spielt und wo er dann am Pfosten schießt. Und danach hattest du, also wir hatten in der 78. Minute die einzig vernünftige Aktion in diesem Spiel. Oder die vielleicht die zweite, weil Clemens da auch einmal wunderbar sich durchgedribbelt hat. Tabakovic spielt auf Prevljak. Prevljak lupft den Ball hinter die Abwehr. Das war einmal eine vernünftige Spielsituation. Sonst haben wir nur die Bälle weggekloppt und da muss man sich nicht wundern, dass man am Ende auch gegen so eine Mannschaft wie Karlsruhe nur 2-2 spielt. Das ist mir zu wenig und weil wir das Thema in Charlottenburg auch gleich mit dabei haben, also ich finde, dieser Anspruch und Wirklichkeit, auch was man immer erzählt und was ich dann am Ende sehe, das passt nicht zusammen. Aber wir sind auf einem guten Weg, wir machen das ja ganz schön. Aber was machen wir ganz schön? Ich habe es ja schon mehrmals gesagt, in dieser Trümmerliga, da rauszukommen. Es wird nie wieder so leicht zu sein. Also dann, aber wenn ich selber nichts tue, wenn ich selber nur den Gegner, Karlsruhe hatte Ballbesitz über Ballbesitz, klar, die, wie gesagt, die sind nicht dolle, die können damit nichts anfangen. Aber ich muss, was ist denn die Idee dahinter? Was ist unsere Idee? Wie will ich zum Erfolg kommen? Nur durch hinten reinstellen und vorne hilft der liebe Gott. Und man hat eben gesehen, es war wieder so, Rehse war wieder der beste Mann auf dem Platz. Und wenn der nichts macht, da macht gar keiner was. So, und das ist mir persönlich zu wenig. Und auch gerade, wie gesagt, die Kommentare von Benny Weber, auch von Paul zum Teil oder auch von Bernstein. Wir haben den Turnaround, geschafft, wir sind auf einem guten Weg. Ja, wo denn, Mann? Wir sind 12. und haben 4 Punkte auf dem Relegationsplatz. 17 Punkte. So. Und nochmal, da muss, da, aus meiner Sicht zumindest, muss da mehr möglich sein und muss mehr, also manchmal fühle ich mich an die aktuelle Kamera erinnert, wo gesagt wird, wir haben unseren Plan 800% übererfüllt und im Regal gibt es nur Trockenbrötchen, sonst gibt es da gar nichts. Also für die Leute, die nicht wissen, was die aktuelle Kamera ist, war die DDR-Tagesschau sozusagen und da wurde auch mal so ein Mist erzählt. Also sagt euch die Wahrheit, sagt auch die Wahrheit nach außen, dass das zu wenig ist. So, und wie gesagt, nochmal, wir müssen aus der Liga raus. Man hat es übrigens gesehen, unsere Leute im Stadion, das sind 60.000 Leute und die wollen nicht ewig zweite Liga gucken. Und übrigens, das Ganze zu finanzieren, kannst du, ich sage es zum 100. Mal, finanzierst du nur über Einnahmen in der Fußball-Bundesliga. Und nochmal, wird nie wieder so leicht sein, da hinzukommen. Und ich glaube, wenn du mal guckst, das Potenzial ist ja da. So.
Was mich ein bisschen wundert, wenn man guckt, viele Leute, Buchalak jetzt sitzt nur noch auf der Bank, Hussein spielt gar nicht. Wer ist da noch? Karbovnik spielt auch nicht mehr. So, die Fragen muss man sich ja mal stellen. Warum ist das so? Warum spielen die nicht mehr? Und ich finde, was so erzählt wird und was denn halt Wirklichkeit ist, ihr habt einen guten Artikel gemacht, 500 Tage Bernstein, bei RBB 24. Verlinken wir gerne in die Shownotes. Also ja. Gefühl ganz schön, ja. Aber die harten Fakten sind ganz oft halten nicht Stand damit. Also das ist dann wieder was anderes. Das ist dann eher, ich glaube, ihr habt es nett ausgerückt, durchwachsen habt ihr es, glaube ich, eher so genannt. Und das meine ich. Also es ist alles möglich. Wenn man guckt auf die Tabelle, es ist alles möglich. Aber ich glaube, wenn du so wenig tust, kriegst du auch wenig am Ende. Und wir haben jetzt schon, da ziehe ich mal das Thema Vorschau vor, wir spielen in 14 Tagen in Hannover. Ja. So. Und das Spiel solltest du eigentlich schon gewinnen, um oben dabei zu sein. Wenn du das Spiel unentschieden oder verlierst, naja, dann zementiert sich der ganze Mist schon mal. Wir haben jetzt St. Pauli ja 10 Punkte Vorsprung. Ja. Der HSV hat auch schon 7 Punkte Vorsprung. Und dahinter ist Kiel, die haben 6 Punkte Vorsprung. Das heißt, Hannover, die haben auch 6 Punkte, glaube ich, mehr als wir. Fünf. Wenn du gegen die verlierst, sind das auch schon 8. Das heißt, jetzt solltest du endlich mal eine vernünftige Performance. Also Rostock haben wir gesagt, Nürnberg, verloren. Also ja, nochmal, ein bisschen mehr. Aber ist schon interessant, Beke. Das heißt, nach 13 Spieltagen sind wir bei Hertha BSC in der Situation, wo man, ich finde, Axel hat relativ eindrucksvoll geschildert, sagen kann, unentschieden helfen jetzt schon fast nichts mehr. Also zumindest erstmal irgendwie bis zur Winterpause. Pahl hat übrigens gestern auch bei den Kollegen vom Springer Verlag noch gesagt, er guckt noch auf den dritten Platz. Aber du hast das gesagt, das sind auch 5 Punkte und die spielen ja auch alle, die anderen. Und nach unten ist es weniger. Also ist, aber der sagt es ja wenigstens noch, dass er auf den dritten Platz steht. Der Rest wird, eiert ja nur rum. Also, das finde ich ja wenigstens noch gut, dass er das macht. Richtig, aber wir haben ja auch festgestellt, diese zweite Liga, Christian hat das ja von Anfang an gesagt, als großer Zweitliga-Fan, ist unglaublich eng, aber das lässt ja Möglichkeiten nach oben und nach unten. Und trotzdem verfestigt sich der Eindruck, dass Hertha da möglicherweise gerade was liegen lässt, weil es dieses Jahr irgendwie doch wirklich, wirklich ginge. Welchen Ratschlag gibst du, Pal Dardai, jetzt für die Länderspielpause, lieber Christian? Er nimmt ja bestimmt gerne Ratschläge von dir an. Ja, also bin ich mir ziemlich sicher. Riesig drüber freuen. Also ich fand das Beste mit der aktuellen Kamera und der Märchenstunde. Das Gefühl habe ich auch immer so ein bisschen. Dass man das entweder wahrnimmt und dann nach draußen falsch formuliert, weil man irgendwas Schönes an Schloss darstellen möchte. Aber das ist bei Hertha eigentlich in der Vergangenheit immer schief gegangen. Projekt Goldelse ist da nur so ein Stichwort. Die Mannschaft selbst hat jetzt gegen Rostock und gegen Karlsruhe nicht gewonnen. Also sind tabellenplatzmäßig Mannschaften, die unten sind oder hinter Hertha. Die musst du einfach besser bespielen. Du musst die Spieler im Grunde auch gewinnen, um da oben rein zu wollen und zu können. Wir hatten vor den Spielen gesagt, dass die Möglichkeit groß ist, dass das eine Chance ist, die man hat. Man hat jetzt nicht geliefert. Man spielt als nächstes in Hannover. Also die letzte Konsequenz innerhalb der Mannschaft, diese wirklich Dominanz, diesen Zugriff auf ein Spiel und dann den Gegner beherrschen und zu Ende spielen, das ist nicht da. Auf der anderen Seite wissen wir, dass die Liga auch dünne ist, dass es unheimlich viele bunte Ergebnisse geben kann. Man hat es ja auch gegen Kiel, gegen HSV wieder gesehen. Oder auch Düsseldorf verliert gegen Wien Wiesbaden. Also da ist, oder Elversberg war es, also da ist alles bei. Und Hertha schafft es einfach nicht richtig zu performen. Also man muss und sollte sich schleunigst beeilen, weil es ist, so sehe ich es, ich sehe es genauso wie Axel, sonst nicht mehr finanzierbar. Und ich weiß nicht, wie Hertha das denn am Ende des Tages auch machen wird, in der zweiten Liga noch ein Jahr zu verbringen, weil finanziell ist das dann ein komplettes Desaster, was ja auch in der Vorplanung jetzt schon so gesagt wurde, dass das nicht besser wird von der Einnahmen- und Ausgabensituation. Also muss das schnellstmöglich in die erste Liga gehen. Aber so, wenn man das so unrealistisch nach draußen fährt, ich weiß gar nicht, warum man es macht, sendet man auch schlecht. Und die Mannschaft muss, also da muss wesentlich mehr Ergebnis rein, wenn du da oben rein willst. Das ist, also gegen Karlsruhe 2-2, 60.000 im Rücken,
Es gibt keinen Grund, das Spiel nicht zu gewinnen. Also ich habe nie ein Problem damit, wenn du ein Scheibenschießen machst und du am Ende 1-1 Pech, weil Latte, der Schiri war auch noch scheiße. So habe ich kein Problem. Ja. Wenn ich aber, und ich bin jetzt nicht der Statistikfetischist, aber wenn ich sehe, dass Karlsruhe 15 Torschüsse hat, wir haben 12, die haben 9 Ecken, ich glaube, wir haben 6, die haben 60% Ballbesitz, wir 40. So, darum geht es mir. Also ich finde schon, ich möchte sehen, Beke hat mein Lieblingswort, Dominanz. Ich muss versuchen, dominant aufzutreten, den Gegner vor Aufgaben stellen. So, aber wir haben, wie gesagt, nochmal Karlsruhe, die haben 8-mal nicht gewonnen. Man hat auch gesehen, was bei denen fehlt. So, wenn wir Pech haben, macht Stindl am Ende noch das Tor, dann verlierst du noch 3-2. Und nur abgreifen, zu denken, auf die Fehler von dem Gegner zu warten, das wird aus meiner Sicht nicht reichen. So, und ich bleibe dabei, wir haben am Anfang der Saison gesagt, da haben ja alle gesagt, oh, St. Pauli, die sind besser, viel besser als wir, HSV. Mann, St. Pauli, die haben zum fünften Mal 0-0 gespielt. Die spielen ganz nett, viel brotlose Kunst dabei. Die werden auch ihre Probleme kriegen. Nur, wenn wir so spielen wie gegen Karlsruhe, dann sind wir ja nicht da. Du musst eben da sein und mach deine Punkte. Nach 12 Spielen, oder was haben wir jetzt, 12 Spiele gespielt? 13 Spiele, 17 Punkte, das ist einfach zu wenig. So, und das ist mein Punkt, den ich mache. Und wacht mal auf, erzählt euch nicht jeden Tag, wie toll es ist und wie wir auf dem richtigen Weg sind, sondern, nee, hart auch selbst kritisch zu sein. Was sehe ich bisher? Und also ich finde, wir haben nicht mehr als 17 Punkte verdient. So, und wenn du noch die Glücksspiele dazu rechnest, die du gewonnen hast in Kiel oder in Gelsenkirchen, dann nochmal, das ist zu wenig. Und jeder Einzelne in dem Verein, auch wenn ein Spieler muss wissen, da ist mehr möglich, weil das Potenzial ist ja da. Ich meine, wir haben eine Erstliga-Innenverteidigung, wir haben einen tollen Rehse, wir haben den Torschützenbesten, glaube ich, mit Tabakovic. Also man hat eben auch wieder gesehen bei dem Spiel, der Mann braucht Bälle. So. Und dann verstehe ich das nicht, dass wir, also ich kann nicht erkennen, wie wir, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Idee ist, zu sagen, hinten dicht und vorne hilft der liebe Gott. Also das kann, oder nur Konter auf Kontersituationen spielen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das die Idee sein soll. Hertha BSC und der 1. FC Union haben jede Menge Aufgaben für die Länderspielpause. Benannt haben sie der ehemalige Kapitän von Hertha BSC, Axel Kruse, und der Ur-Unioner und frühere Manager der Eisernen aus Köpenick, Christian Beek, in der Folge 157 des Hauptstadtderby-Podcasts, zu hören jeden Montag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt oder zu sehen auf YouTube. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport. Schreibt uns, wenn ihr euren Senf dazugeben wollt oder Fragen habt. hauptstadtderby@rbb-online.de ist unsere E-Mail-Adresse. Übrigens, Union hat jetzt noch einen neuen Nationalspieler. Habe ich gerade gekriegt auf mein Handy. Ja. Ja, nächster Neuling bei Nagelsmann, Prömel. Ist nicht mehr bei Union, aber ist ja nicht Unioner, oder? Also Prömel. Es lohnt sich, Unioner zu sein, auf die eine oder die andere Form. So, ihr Lieben, für heute machen wir den Deckel drauf. Vielen Dank nach Rostock oder wo auch immer das in Mecklenburg-Vorpommern war, wo Christian sitzt. Vielen Dank, lieber Axel. Sehr gerne. Dankeschön für den wunderbaren Kaffee Americano hier unten beim RBB. Großartig. Natürlich. Tasse blau-weiß, RBB Inforadio, ja. Auch wunderbar. Von meinem kleinen Gehalt bezahlt. Sehr gerne. Ja, der ist ja klar. Beke, wenn du wiederkommst, kriegst du auch einen. Wir hören uns, ihr Lieben. Habt eine sehr schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.